alles geht nach Herr Born. Ihr steht nackig da. 550 Punkte Lutz, 400 bei Ihnen, Marlies. Weiter geht's mit Macht und Macher. In Schotten-Wingertshausen, das liegt im Vogelsberg, da betreibt die Familie Keil seit 27 Jahren ein Handwerk im wahrsten Sinne des Wortes und stellt über 50 verschiedene Produkte her. Dabei behauptet das Familienunternehmen von sich selbst, es betreibe die kleinste Fabrik ihrer Art weltweit. Das fordert nach einer Frage. Hier ist sie. Was stellt das Vogelsberger Familienunternehmen aus Schotten seit über 27 Jahren in der wohl kleinsten Fabrik der Welt her? A. Sind das Türkeile? B. Schokoküsse? C. Vibratoren oder D. Torwarthandschuhe? Na, das ist ja ganz einfach. Die Antwort bitte jetzt. Ja, und während ich spaßeshalber sagte, das ist ja ganz einfach, ich wusste es schlichtweg nicht, bevor ich es natürlich ablesen konnte, Marlies, haben Sie genickt? Ja, ja. Das ist ganz einfach. Ja. Wieso ist das ganz einfach? Und Sie glauben an Schokoküsse? Also ich selber war noch nicht dort, aber ich kenne einige, die schon dort waren und von der süßen Verführung gesprochen haben. Und süß sind jetzt für mich jetzt nur die Schokoküsse. Schotten-Wingershausen im Vogelsberg, die Heimat der Schokoküsse. Ihr sagt beide B und das ist richtig. Die Bezeichnung Schokokussfabrik, die bezieht sich wohl eher natürlich auf die Produktionsmenge. Denn nur knapp 30 Quadratmeter misst der Raum, in dem täglich bis zu 10.000 süße Küsse in über 50 verschiedenen Geschmacksrichtungen in Handarbeit hergestellt werden. Auf 30 Quadratmeter.